Hallo, mein Name ist Julian Gleiser und ich bin von der Firma Pfaff Elektrotechnik und ich will euch heute etwas den Schütz erklären. Prinzipiell gibt es zwei Schützarten, einmal den Lastschütz und einmal den Hilfsschütz. Der Lastschütz wird mit Q bezeichnet und der Hilfsschütz mit K. Hier haben wir jetzt einen Lastschütz und der wird hier oben an A1 mit der Phase angefahren und hier unten an A2 kommt der N hin. Der hat jetzt hier hinten dreimal Lastkontakte und hier vorne hat er vier Steuerkontakte. Und die Zahlen, wo man hier sieht, da sind die oberen für die hinteren Lastkontakte bestimmt und die inneren sind für die vorderen Steuerkontakte. Die erste Zahl dabei ist immer die Normzahl, das heißt 1, 2, 3, 4, also für die Reihenfolge. Und die zweite ist immer die Funktionsziffer, hier 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dabei ist 3, 4 immer ein Schließer und 1, 2 ist immer ein Öffnerkontakt.